Helm. Auto. Ich sehe ein Auto. Ernsthaft? Oh. Ja, genau, vorne. Da vorne. Na eben, na eben. Hat sie alles getarnt, ne? Ein Auto. Da können wir Auto. Asphalttarnung. Asphaltcamouflage. Können wir Vekko abholen? Ich habe erstmal irgendwas genommen hier. Das ist meistens eine Karte, ist mir mal aufgefallen. Geht's ihm gut? Oh, schrecklich. Einsteigen komplett voll, alles super, Baldi. Jawoll. Ja, Leute, da haben wir ein Auto, hammergeil, wir sind mobil. Das heißt... Endlich. Wir können dann, wir müssen mal gucken, wir könnten dann als... Oh, guck mal, jetzt siehst du unten links 5 von 2500 in dieser komischen Batterieanzeige. Genau, jetzt geht die Anzeige, oh, aber keiner weiß, was das ist. Ja. Ja, das ist korrekt. Ich will mal nicht allzu schnell fahren, nicht, dass ich hier irgendwo hängen bleibe. Wo fahren wir denn hin? Zum ersten Händler, ne? Erstmal zum Händler Auto verkaufen? Ja, musst du mich mal navigieren. Hier bei der Tankstelle ist der Händler irgendwo. Willst du das Auto schon wieder verkaufen? Nee, warte mal weiter unten. Da ist ein Händler, doch, in der Tanke. Da steht ein NPC. Ja. Moment. Wollte ich ein bisschen behalten. Wieso? Kannst du jetzt ändern, kein eigenes kaufen, oder? Doch, die kosten, wenn du sie kaufst, glaube ich, so viel, wie wenn du das verkaufst. Beziehungsweise ist keine große Differenz, wenn wir alles zusammenschmeißen, sollte es eigentlich sollte es gehen. Wir können, okay. Wir können erstmal unser Zeug verkaufen, dann gucken wir, was jeder hat. Und dann schauen wir mal, was das Auto bringen würde und dann gucken wir mal, ob es sich lohnt. So, Essen, Trinken würde ich behalten, ne? Ja, Essen, Trinken auf jeden Fall. Waffen und alles sowas kannst du nur verkaufen, wenn die tatsächlich auch in deinem Rucksack oder in deiner Tasche sind. Die kannst du nicht, wenn die unten im Waffenslot quasi drin sind, kannst du nicht darauf zugreifen im Verkaufsmenü. Okay, nicht, dass man aus Versehen dann seine eigene Waffe verkauft, ne, die man gerade in der Hand hält. Wahrscheinlich, ja. Das geht nicht, ne? Genau. Das ist gut. Also wenn du jetzt eine Pistole oder so verkaufst, nee, du hast ja die Multigun, ne? Ich habe nur Multigun, ja. Aber die werde ich, glaube ich, nicht verkaufen, weil die brauchen wir ja, oder? Die sollen wir die Multigun, ja, ich habe noch... Ah, nee, ich warte mal, ich habe das Magazin gerade verkauft. Nee, egal, kann man ja jetzt kaufen, ist ja nicht so schlimm. Okay. Der hat übelste... Oh, da ist eine Explosion gewesen. Zombie. Aber der explodiert doch eigentlich nur, wenn irgendwas in der Nähe ist. Ich habe noch ein Small Energy Pack. Wofür ist das denn genau? Das ist die Munition. Das ist die Munition, ne? Ah, okay, dann habe ich sogar Munition für die Multigun. So, ich habe 59 Kryptowährungen. Kannst du dir eine Waffe verkaufen? Also die sind nicht teuer. Eine TRG kostet 11 Krypto. MK20. Ja, weil 64 Grad da, ist... Da, Leuchtspurmunition im Norden, ihr seht? Ja, Leuchtspurmunition im Norden. Ich sehe es, ich steck aus. Das sind jetzt normale Schüsse. Das klingt so nach Sting oder Katiba oder sowas. Tatsächlich, da hinten aus der Dunkelheit heraus. Ja. Was machen wir? Ich versuche gerade, ich habe kein Nachtsichtgerät, das ist echt super ätzend. Also ich habe eins, aber das... Doch, jetzt geht's. Jetzt konnte ich es anmachen. Oh mein Gott, ich hab ein Visier auf meiner Waffe, das hat Nachtsichtgerät implementiert. Hammergeil, ich gehe zum Händler und kaufe mir Nachtsichtgerät, toll. Alter, ist das Visier geil. So, Händler, wir sind mitten im Krieg, gib mir mal kurz was. Ich kann mega weit zoomen damit. Kompass, Uhr, Laserpointer. Nein, hat er nicht. Verdammte Axt. Sehr ungünstig. Alles klar, die Leuchtspurmunition wird geschossen, auf jeden Fall direkt hinter irgendwelchen Bäumen und hinter dem Haus, was da in der Dunkelheit steht. Also du meinst direkt im Norden. Also ich gehe mal davon aus, 500 Meter sind das bis dahin. Da läuft auch eine Person in 500 Metern Entfernung. Wo guckt denn ihr hin? Da kommt die Leuchtspurmunition. Ich sehe auch die Leuchtspurmunition. Wenn du Kompass aufmachst, da kommt ein Hund. Dann explodiert was. Oh, habt ihr das gesehen? Ja. Da hinten. Genau. Ja. Nordwestlich kamen die Schüsse her, eigentlich eher, fand ich. Achtung, da ist ein Hund hinter dir. Hinter mir? Aber ich stehe hier im Busch. Okay. Das Problem ist, wenn ich reinzoome mit meiner Waffe, ist die Night Vision weg. Bei mir ist es genau umgekehrt. Mein Visier zeigt Night Vision an, wenn ich zoome. Ja. Was haben die in die Luft gejagt zum Henker? Da wird immer noch geschossen. Ja. Da läuft einer. Da an dem Haus hinten stehen sie. Ja, das zwei Mann. Zwei Mann. Das sieht man noch im NPC-Scheißkampf. Wollen wir in die Richtung mal laufen? Aber das Fahrzeug müssen wir... Das müssen wir safen vorher. Das kannst du. Du kannst nur abschließen, aber... Wir können auch hinfahren. Das sind 700, 600 Meter. Das, naja, aber da sehen wir uns sofort. Da kündigen wir uns übrigens an. Ja. So, ja, stimmt. Hast auch wieder recht. Wir gehen jetzt einfach hin. Wir lassen das Fahrzeug da, wo es ist. Vielleicht haben wir ja Glück und...
Es wird nicht instant weggenommen. Ich hab's gelockt erstmal wenigstens. Es sind drei Leute. Ich sehe drei Personen. Ah ne, das sind Zombies. Zwei Personen, die gegen Zombies kämpfen, ne? Dann müssen wir mal kurz gucken, ob wir die noch irgendwo sehen. Ja, auf jeden Fall. Und zwar genau Richtung 59 Grad Nordwest. Ich sehe das im Fernglas nicht, ist ja frech. 59, ich sehe das, die Night Vision sehe ich das nicht. Genau da gucke ich gerade sogar hin, krass. Wie ich es drauf habe. Und da zoome ich gerade hin und ich sehe zwei Spieler, die da gehockt sind, weil mein Visier halt Night Vision zoomt. Nee, meins nicht. Okay, das sehe ich leider nicht. Ich zwei Player auf jeden Fall in der Richtung. Das sind circa 500 Meter noch. Ich laufe mal zum nächsten Haus hier. Also irgendwo mitten im Wald saß du bei den Bäumen. Ich sag dir gleich nochmal die genaue Position. Ihr seid ja circa hinter mir, ne? Da rennt einer noch im Haus. Ist das einer von euch? Ich, der jetzt nach vorne links, rennt. Links von uns. Nee, hinten, Leute am Haus vorne. In der mittleren Laterne hinten. Da ist gerade einer von links nach rechts. Nordwestlich, glaube. 57 Grad ist das. Da rennt er. Der rennt von rechts nach links. Grad. Ja, korrekt. Das sind die beiden, die ich auf 58, 59 Grad getaggt habe gerade. Die laufen nach rechts. An dem Haus da vorne, wo die sind, da liegt auch einer an der Sportlimousine. Du hockst hier gerade mitten auf dem Hügel, ne? Ja, 58 Grad ist ein kleines Haus mit einer Sportlimo. Und die schleichen gerade die ganze Zeit um die Sportlimo rum. Okay. Ja, lassen Sie mal hier in das große Gebüsch reingehen hier vorne. Bin ich hier auch gerade. Explodiert! Es knallt! Seid ihr hier in der Nähe? Ja, ich bin hinter euch beiden. Naja. Kann jemand spotten irgendwie? Sieht jemand was? Ja. Nee, ich muss erst wieder auf in der Erhöhung. Hier sind wir so tief. Ja, es geht eine Deckung, ne? Ja, genau. Ich gehe zur Mauer noch da vorne. Oh, alles klar. Wir haben einen Spieler genau auf... Genau vor uns auf der Wand. 56, 57 Grad. Das sind 177 Meter bis zu dem Spieler. Ich gehe mal weiter hier das ist die Sport- in der Deckung. Nach links. Ich bin links von euch, ne? Gut, ich gehe rechts zu der zerbrochenen Halbmauer. Mitten positiv, bin dabei. Hammer. Falls der uns sieht, kriege ich mal lieber. Ja. Ich laufe halt noch weiter rechts. So. Du hast. Der war direkt am Auto, war der, ne? Ja, und der und direkt, liegt jetzt bestimmt. Der hat sich gerade hingelegt. Und direkt bei der Hauswand war auch einer. Ab jetzt sehe ich nichts mehr. Vor mir ist eine riesen Gebüschwand. Scheiße. Bist du noch an der Mauer oder bist du vor? Ich bin ein Stück vor, hier. Alles klar, dann bist du das. Genau. Ich sehe den halt nicht, ne? Er hat sie entweder hingelegt oder ist weggekrochen. Ich weiß nicht, ob der Night Vision hat, ob der mich sieht. Ich sehe der Typ an der Hauswand. Ich sehe ihn, der direkt an der Hauswand, die zu uns beiden zeigt, Rico. Und zwar ist der an der rechten Hauswand von Manus Sicht. Rechte Hauswand. Also nicht da, wo das Auto steht, sondern... Genau, aber hinterm Auto liegt doch irgendwas. Da liegt irgendwas. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein Typ ist. Das sehe ich leider nicht, weil hier eine... Ich flankiere mal. Ja, ich gehe mal weiter links. Schüsse? Nicht auf uns. Nicht auf uns, weit von uns entfernt. Ist das jemand von euch hier vorne am Haus? Ich hab. Sauber, einen. Ich sauber. Ja. Hier muss auch noch ein zweiter sein, ne? Ja. Ich gehe mal ein Stück zurück. Ah. Vorne am Haus liegt einer mit einem Ghillie-Suit. Der ist aber tot. Sehr gut. Von uns? Von euch? Habt ihr ihn getötet? Wie heißt der? Geht jetzt zum Haus? Wir sind jetzt am Haus. Ich bin links von euch. Kommt einer. Zombie, vor euch, links. Weg. Vorm Auto. Ja, weg vom Haus. Der läuft mir hinterher. Läuft da nicht, bleibt stehen. Alles klar, den haben wir. 11 Schuss nur noch, ich lad nach. Waren das jetzt alle hier? Also zwei haben wir gespottet und zwei haben wir getötet. Den einen können wir tatsächlich looten. Der hat ein riesen Scharfschützengewehr. Geil, Scharfschützengewehr ist genau meins. Dann bitteschön, an der Hauswand hier vorne. Und dann bin ich links von euch im Gebüsch, ne? Also. Genau, den anderen gucken wir uns an. Gucken wir die Umgebung mal an, ja. Der hat eine dicke GM6 Lynx, weiß ich, was das ist. Ein GPS hat der. Ne, Lynx? Lynx ist auch geil. Haben wir nicht schon jemand mit einer Lynx? Ich pack erstmal ein, so gut wie es geht. Das ich hab jetzt Raff hier.
Oh, ein Ghillie-Suit. Ach, die Lynx ist dann, die Lynx ist... Oh, Alter, guck dir dieses Scharfschützengewehr mal an hier, guck mal. Der hat groß scharf. Ja, warte mal, ich muss mal kurz... Das Ding ist übel. Ein Fernglas, ich pack erstmal so viel ein, wie du kannst. Ja. Dann gehen wir zum Händler, das Auto nehmen wir mit, das verkaufen wir alles. Den Typen an sich... haben wir eigentlich down. Das Ding ist, wir müssen halt aufpassen, von drüben kamen noch ein paar Schüsse. Ja. Ein Ghillie-Suit, Alter, den würde ich so gern anziehen, den kann ich mir aber leider nicht leisten. Geil, ich habe endlich ein Nachtsichtgerät, der Typ hat Nachtsicht dabei. Hier ist ein taktischer großer Rucksack, den könntest du vielleicht. Ich habe schon Seesack, keinen richtig großen, aber einen Seesack habe ich. Bei dem Auto ist die Engine orange. Das Auto können wir vergessen. Wenn es zu lange ist, noch fährt. Ja, können wir. Soll ich mal probieren? Es fährt tatsächlich noch. Steckst du ein, dann fahren wir erstmal runter zur Tankstelle. Warte mal, ich bin hier auch noch, ne? Ich wollte dich abholen auf dem Feld. Nee, brauchst nicht. Komm hingelaufen. So weit war ich nicht weg. Ey, mehr kann ich nicht aufnehmen, ey. Scheiße. Hat der noch was rumliegen? Oh, ich hab auch noch Platz. MXSW 6,5er Kaliber liegt hier noch rum. Ey, sehr geil. Genau, schaut mal noch, ich bleib mal hier. Ich kann aber nicht alles mitnehmen. Die eine habe ich so gut wie es ging auseinandergenommen. Klamotten kann ich ja leider nicht einpacken. Ich habe einen Ghillie mir angezogen gerade. Die liegen auf Leichen rum, alter Spiele. Ja, ja, ne? Wenn ihr bereit seid, laufen wir zum roten Auto auf der Straße, ja? Jupp. Tankstelle habe ich noch markiert. Wer hat einen Ghillie von euch an jetzt hier? Ich. So, der geil. Endlich habe ich mal hier MXSW bisschen besser. Kurz nach 4:30, es wird immer heller natürlich, Gott sei Dank. Mal die Tür auf, mal gucken, was hier so... Nix. Ah, okay, nix. Ja, sehr geil. Ja. Nehmen noch ein bisschen Munition mit hier von den Leuten. Und Waffen, alles, was ich hier noch finde. Achso, mir wurde gesagt, ich soll mal probieren, mit Umschalt-T auf das Auto zuzugreifen. Nicht um, mit, nee, was war denn das? Jetzt hab ich's vergessen, fuck. Take Crypto? Moment mal, da war doch überall... Ja, nimm mit. Oh, ich kann das Auto bepacken, wenn ich auf den Speck drücke. Wir können das Auto, cool. wir können ja Sachen reinschmeißen. Echt? Hier liegt noch eine Sting, liegt hier noch rum. What? Und eine Kadiba, glaube ich, liegt hier noch. Oder hast du die Sting eingepackt? Ich habe irgendwie alle Waffen, die ich gefunden habe, hab sauber, okay, eingesteckt. Weil dafür hatte ich keinen Platz mehr. Alles klar. Ich habe erstmal alles eingepackt, das können wir dann gerne uns angucken. Dass wir aber erstmal wegkommen vielleicht. Ja, könnt auch, wenn Moment, ihr kein, ich guck nochmal kurz durch. Ja. Wenn ihr keinen Platz mehr habt, können wir auch, könnt ihr auch erstmal ins Auto schmeißen, das Zeugs. Okay, ich sehe einen Spieler. Zwei Spieler. Zwei Fresh Spawns auf 14 Grad östlich, oben auf dem Hügel an dem Haus. Bei dem LKW oder was? Nee, noch weiter rechts oben. Osten, Richtung Osten. Vielleicht lese ich die Gradzahl auch nicht richtig ab. Ich habe den äußeren Ring habe ich. Ist ja keine Gradzahl, ich habe den äußeren Ring gewählt. Ja, habe ich aber gesehen. Also Richtung Osten quasi. Ja. Ich sehe da keinen. Sind wir hinter das Haus gelaufen? Ja, ganz gut, klar. Die sollten ja nichts haben, ne? Ja, ich sag's nur, ne? Wenn man was sieht, wenn die da was finden oder keine Ahnung. In den Fall der Fälle. Ich würde halt gerne das eine Auto schnell verkaufen. Ja, dann lass uns mal los. Da kommen sie. Ne, jetzt sind sie wieder weg. Sind gerade hinter das Haus, jetzt sind sie wieder weg. Da könntest du eigentlich die dicke Sniper mal ausprobieren. Ach, vielleicht Spawns abschießen, wollen wir das wirklich? Nee, eigentlich nicht. Muss nicht sein. So, muss nicht, ne. Alles klar, sitze. Geil, Nachtsichtgerät endlich. Super geil. Oh, na gut. So komme ich jetzt hier problemlos durch. Die GM6 Dingsbums bringt mir 15 Krypto. Soll ich die behalten? Will jemand haben? Keine Ahnung. GM6? Brauchst du nicht? Ich auch nicht. Verkaufe ich. Tschüss. Jo. Brauche ich nicht. Ja, warte mal, pass auf, ich drücke jetzt auf Trade und dann kriege ich 1017 Krypto. Was? Ja. Ich habe jetzt 2730. Also kann ich den SUV jetzt quasi auch verklingeln, ne? Weil wir haben ja hier keine Autos groß. Den Truck Boxer bloß, aber nee. Genau.
Weg, das weg. Rauchgranate weg. Alter, was ich für einen Scheiß hab. Na, Essen, Trinken habe ich Haufen Zeug. Also, ich habe sogar eine Jerrycan. Die brauchen wir eigentlich nicht, oder? Nee. Ich habe eine Vehicle-Dingsbums. Vehicle-Repair-Kit. Ja, die ja, habe ich auch. Ja. Repair-Parts, ne? Gut. Zweimal habe ich das sogar. Meinst du, Pistolen will ich die wirklich verkaufen? Ich weiß gar nicht. Gucken, was ich noch habe hier. Huch, irgendjemand ist da gerade weggeploppt. Ja. Hallo? Nee, halt draußen. Rico steht draußen. Ja. Man die Sink gehabt wahrscheinlich. Frechheit. Ich habe eine Ruger. Hat jemand Punkt 22 Magazin Moment. Übrig? Ich habe gerade sämtlichen Mist verkauft. Ich glaube nicht mehr, nein. Ich habe hier, leg mal 6,5 mm 30 Schuss Standard, lege ich mal hier hin. 30 Schuss Standard brauche ich, aber ich habe so viel mittlerweile davon. Ich habe mittlerweile 9 Magazine von der Waffe, also. Und davon sind einige 100 Schuss, ne? Also. Das liegt hier irgendwo. Okay. Genau, das ist die ich schon habe. Ich glaube, ich brauche Punkt 10, die kosten bei Krypto, da kaufe ich mir die Bienen, die hier drin sind. So Leute, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Es war ziemlich schussreich diesmal. War auf jeden Fall eine sehr spannende Folge. Danke an Shippy und Amano fürs Mitspielen, vielen Dank. Ja, jo. Bitte. Und bei Shippy Zock könnt ihr immer gerne auf dem Kanal, wie gesagt, vorbeischauen. Da macht auch verschiedene Videos, was genau, einfach mal selber durchschauen. Und mein Rücken tut weh. Oh, alles klar, wir sehen uns das nächste Mal. Das nächste Mal werden wir hoffentlich auch mal was bauen. So. Und was machst du bitte auf einer Go-Kart-Strecke? Ja, ich hab's nicht gesehen. Alles klar, gut. Tschüssi. Ciao.